Jo Leute, es geht selbstverständlich immer noch weiter mit Skyrim und das sicher noch eine ganze Weile. Es haben schon viele in die Kommentaren spekuliert, wie viele Parts dieses Let's Play überhaupt haben wird, wann es vorbei sein wird. Das kann nicht mal ich selbst sagen, weil es einfach so dermaßen mega umfangreich ist. Alleine im letzten Part, ja. Ich bin eigentlich nur hier in die festen Untersteine Markart gegangen, um Kalzen mal ein paar Zwergenpanzerhandschuhe zu bringen. Die habe ich ihm dann einfach für ein bisschen Gold verkauft. Und dann habe ich einfach mal mit dem Jarl gesprochen und sogar der hat mir jetzt eine Quest gegeben und, das ist überhaupt total interessant, Ondolema von den Talmoor hat mir auch eine kleine Quest gegeben und zwar heißt es jetzt hier wie folgt: Finde Beweise für Ogmunds Talos-Verehrung, weil Talos-Verehrung ist ja in ganz Himmelsrand verboten worden, das ist eigentlich in ganz Tamriel, das ist ja verboten, dass Talos als Gott angebetet wird und der scheint Gerüchte gehört zu haben, dass Ogmund in seinem Haus trotzdem Talos anbetet. Und jetzt sollen wir in sein Haus einbrechen und Beweise dafür suchen gehen. Also werde ich das gleich mal machen. Dann soll ich hier noch einen Anführer der Tiefenwaldschanze töten. Und auch noch hier Banditenanführer in Vierschädelwacht. Ich glaube, das mit der Vierschädelwacht war jetzt nur so ein Beutebrief. Und Tiefenwaldschanze ist dann das, was ich ganz sicher für den Jarl tun muss. Er hat uns dann auch noch ein bisschen was erzählt, wie es überhaupt zu dem großen Krieg dann gekommen ist, wegen den Sturmmäntel, der Gründung und so weiter, bla bla bla. Also, es ist schon sehr interessant, was man hier so alles nebenbei noch erfährt. Wie gesagt, da ist er schon wieder. Das ist Ondolema. Und der hat mir tatsächlich diese Quest gegeben. Hat auch ein bisschen vom Altmeerebund erzählt, wie cool auch die Elfen sind und dass sie die Menschen dominieren wollen und so, dass sie einfach besser sind. Und naja, der hat ja einen an der Klatsche. Also der ist ja nicht ganz normal, aber das sage ich ihm sicher nicht. Und da oben noch so ein fetter Zwergenzentur ist. Jetzt muss ich erstmal nach draußen. Wieder in die eigentliche Stadt. Und dann gehen wir mal Beweise suchen. Mal schauen, wo wohnt der Typ überhaupt? Irgendwo da vorne, hä? Ah, seht euch das an, das ist hier so schön mit diesen riesigen Wasserfällen und alles und durch die Mod, die ich installiert habe, ist es ja noch ein bisschen hübscher hier in Markart geworden. Blut und Silber, Freund. Blut und Silber. Richtig. Aber mit der Silberblutfamilie haben wir im Moment noch nichts am Hut, noch nicht. Was ist denn das jetzt? Ach, da oben. Das ist doch nicht hier unten, hier oben hat der sein Haus. Ah, hier. Okay, erstmal gucken, dass mich keiner sieht. Ah, glücklicherweise ist gerade keiner zu Hause. Aha! Tatsächlich, er hatte recht. Ogmunds Amulett von Talos. Er betet ihn also tatsächlich an, wie er schon vermutet hatte. Bringe Ogmunds Amulett von Talos zu Ondolema. So, alles andere lasse ich natürlich liegen, sonst nehme ich hier nichts mit. Das wird es uns auffallen. Die da haben mich jetzt auch überhaupt nicht bemerkt. Kriege ich von denen vielleicht eine Quest? Wer ist das überhaupt? Ich arbeite mit Silber. Genau wie mein Vater und sein Vater vor ihm. Es ist toll, ein Lehrling zu sein. Ich darf mit dem Hammer auf Dinge schlagen. Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Exotisches? Etwas, was keine andere Frau in Marka tragen würde? Ich habe einen Satz Armbänder in einem Stil, der bei den Adligen in Sentinel ist. Wollt ihr etwas Hammel oder Rehfleisch? Natürlich wollt ihr das. Sentinel? Das ist ein Hammerfell, richtig? Und ihr sagt, diese Armbänder werden nur vom Adel getragen? Ja, sie sind bei den Adligen dort sehr beliebt. Das ist die Kopie des Armbands einer Kronprinzessin. Hm. Vielleicht kann ich mir irgendwann einen solchen Schatz leisten. Das blutigste Fleisch in Reach. Seht euch an, wie er in den Straßen bettelt. Er lernt ein Handwerk. Der schönste. Habt ihr es wieder auf mich abgesehen, Nordlästermaul? Habt ihr es satt, dass die zimperlichen Adligen euer vergammeltes Wildfleisch nicht wollen? Wie könnt ihr es wagen? Niemand lehnt Fleisch von Hockney Rotarm ab. Hockney Rotarm? Jedes Stück ein Meisterwerk. Wohl eher Hockney Schwabbelarm. Die scheinen sich auch wieder sehr gut zu verstehen. Almosen. Ich sagte Almosen, Schandmaul. Helft einem verkrüppelten Arbeiter über die Runden. Hier, nimm dein Goldstück.
Endlich. Und jetzt verzieht euch. So, das ist übrigens auch der Typ, der will, dass ich die Statue aus dem Tempel von Dibella stehle. Ich habe eine Frage zur Statue. Was gibt es da zu fragen? Sie ist im Tempel, ihr holt sie da raus. Ihr bringt sie mir, ich bezahle euch. An die Arbeit. Ich habe mich nur, wie will ich einen Bettler eigentlich bezahlen? Bringt das nächste Mal mehr Gold mit. Also der ist auch nicht ganz normal. So, wer bist du eigentlich normal? Kira? Sucht ihr ein Geschenk für eine Freundin oder eine Liebhaberin? Die Stadt sieht so alt aus. Seid ihr schon lange hier? Meine Familie kam vor Jahrhunderten hierher. Wir haben gutes Geld mit dem Schmieden des Silbers in der Stadt verdient. Aber ihr wolltet wahrscheinlich etwas über die ausgefallenen Figuren und Steinarbeiten erfahren, oder? Das wollen Reisende immer. Hier, diese Lieferung muss zu Kalzelmo. Bringt ihr sie ihm doch. Er kennt sich mit der Geschichte Markarts besser als jeder andere aus. Ich werde dafür sorgen, dass er ihn bekommt. Danke. Er ist mitunter ein bisschen schwierig, aber ich bin mir sicher, dass er eure Hilfe schätzen wird. Ah, Kalzelmos Ring. Bringt den Ring zu Kalzelmo. Was habt ihr zu verkaufen? Mal sehen, welchen Schmuck ich da habe. Nicht gerade viel. Altobein, Dietrich, goldene Rubinholzkette, Granatstein, Lachsbraten und sonst nur so Silbersachen. Das brauche ich alles nicht. Kommt vorbei, falls ihr einen neuen Ring oder eine Kette braucht. Braucht ihr etwas? So, hier haben wir übrigens noch gemischt waren Arnleif und Söhne. Der schönste Schmuck in ganz Deutschland. Brauche ich aber nicht. Jetzt müssen wir schon wieder zu Kalzelmo. Ja, warum auch nicht? Muss ja sowieso in die Festung unterstellen. So, hier ist noch die Schatzkammer. Das ist aber auch wieder was, was wir nicht wirklich nutzen können. Weil das nur für die... Da wird nur das Vermögen der Silberblut-Familie drin verwaltet. Irgendwie ganz, ganz komisch. So, also jetzt erstmal immer alles schön der Reihe nach. Jetzt gehen wir nochmal in die Festung Unterstein. Bei Shor. Wie ich jetzt einfach mal Bernhard den Wachsoldaten unterbrochen habe. Bei Shor. Und was danach kam, hat man nicht mehr gehört. Ich habe Pech gehabt. So, Ondolema. Ich habe den Beweis gefunden. Das Amulett von Talos. Er bittet ihn tatsächlich an. Was passiert jetzt mit ihm? Hier in der Stadt. Es ist doch egal, ob sie in der Stadt sind. Kämpfen sie dort, wo sie leben. Dann müssen wir nicht hier gegen sie kämpfen. Die Talmor wissen, was man mit Talos Anhängern macht. Ich habe dieses Amulett in Okmunds Haus gefunden. Ah, da haben wir es ja. Mehr brauche ich nicht, um Okmund aus dem Weg zu räumen. Ich möchte euch in meinem Namen und im Namen der Talmor persönlich für eure Hilfe danken. Hier, für eure Mühen. 1200 Gold? Naja, das ist ja gar nicht mal so. Gar nicht mehr so wenig. Ja, okay, was auch immer das jetzt für Konsequenzen hat, mich geht's ja nichts an. Mhm. Ganz meine Meinung, Igmund. Wer weiß, was diese Familie der Machtwillen tun würde. So viel wir wissen, könnten sie sogar mit den Abgeschworenen zusammenarbeiten. Genug! Wir können doch nicht ausgerechnet die Leute einsperren, denen das Gefängnis gehörte, das wir sie werfen wollen. Die Familie Silberblut wird in Ruhe gelassen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, mein Jarl. Ich weiß auch nicht, die ist mir auch so verdächtig, diese Silberblutfamilie, mit der hat's doch auch was auf sich. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Ja, natürlich. Und du behalt mir schön deinen Hintern im Auge. Also, Kalzelmo, wo war der jetzt nochmal? Der war doch hier hinten. Wollen wir noch hier nochmal zurückgehen? Was steht der hier ständig rum? Ihr da! Seid ihr auch so ein kaiserlicher Lakai? Los, antwortet! Ich weiß nicht, worum es geht. Es herrscht Krieg. Und ihr wisst nicht, wovon ich rede? Das Kaiserreich ist dabei, alles zu zerstören, wofür Himmelsrand steht. Jarl Igmund soll sich nur weigern, mich zu empfangen. Die Silberblutfamilie wird dennoch Gehör finden. Ihr habt etwas über Talos gesagt. Ein wahrer Held der Nord. Eine Legende. Ein Mann von solcher Größe, dass die Göttlichen selbst seine Seele in den Himmel holten und ihn zu einem Gott machten. Er begründete das Kaiserreich. Und jetzt haben sie sich von ihm abgewandt, um die Elfen zu beschwichtigen. Elfen! Herrschen die Elfen im Himmelsrand oder die Nord? Was hat es mit den Elfen auf sich?
Sie haben den großen Krieg angezettelt und beinahe die Kaiserstadt zerstört. Dann wählte der Kaiser den Weg eines Feiglings und kapitulierte. Jetzt schreiben uns die Elfen vor, was wir zu tun haben. Und sie wollen nicht, dass wir einen bloßen Menschen wie Talos als Gott verehren. Warum sollte der Jarl auf euch hören? Uns gehört die Sidna-Mine. Das beste Gefängnis in Himmelsrand. Und Quelle der Hälfte des Wohlstands in dieser Stadt. Wir sorgen für die Sicherheit von Reach. Wir überschwemmen Markart mit Reichtümern. Aber hört der Jarl uns zu, wenn wir mitreden wollen? Nein. Er übersieht dabei geflissentlich, dass Ulfric Sturmmantel diese Stadt vor den Abgeschworenen rettete. Ulfric ist ein Held. Und kein verdammter Verbrecher. Ulfric hat Markart gerettet? Wie? Er benutzte die Drachensprache. Er brüllte diese Abgeschworenen von den Mauern. Dann führte er einen Trupp Nordkrieger hinein und eroberte die Stadt. Genau wie Talos selbst bei der Schlacht von Altheroldan, als er Reach aus den Händen dieser heidnischen Eingeborenen befreite. That's very interesting. Dankeschön für die ganze Info, für den Input. Macht in meiner Stadt keinen Ärger. Deine Stadt? Du bist aber nicht der Jarl. Die haben auch ihre eigenen Probleme und so weiter. So, Kalzelmo, ich brauch nochmal... Ich bringe dir hier jetzt mal den Ring. Mal sehen, ob ich dafür jetzt wieder Geld bekomme oder einfach nur ein Dankeschön oder so. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Hier ist eine Lieferung von Kira. Ach ja, richtig. Ich vergesse ständig, das abzuholen. Arme Kira, so eine geduldige Frau. Nun, dann solltet ihr wohl etwas für eure Bemühungen bekommen, nicht wahr? Wie wäre es mit etwas Gold? Ich habe festgestellt, dass das recht beliebt ist. 750. Ja, ist ganz okay. Was? Oh, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Gut, hätten wir das jetzt mal erledigt. Und jetzt als nächstes... wo ist denn das jetzt nochmal? Hier, stiehl die Statue aus dem Tempel von Dibella. Das habe ich ja schon etwas länger, aber wisst ihr was? Das werde ich jetzt einfach mal machen, weil das ist ja auch hier in Markart. Da ist ja der Tempel von Dibella, wo wir schon einmal während der Quest von Sanguin gewesen sind. Und da waren wir ja so sturzbesoffen, dass wir den Tempel ein bisschen verwüstet haben. Aber das ist jetzt schon etwas her. Da können wir uns ja nicht mal mehr wirklich dran erinnern. Da müssen wir wirklich hackevoll gewesen sein. Nur wie soll ich das überhaupt anstellen? Da ist doch eigentlich mindestens eine Priesterin immer drin. Da oben ist der Tempel. So, warte, wie komme ich da jetzt überhaupt hin? Ja, von hier. Hier führen die Stufen rauf. Mal gucken, wie ich das am schlauesten anstelle, dass ich da jetzt eine Statue mitgehen lasse. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ja, was heißt hier rumtrödeln? Geh doch einfach weiter. Hau einfach ab hier, ich brauche hier Ruhe. Ich muss hier in aller Ruhe was klauen. Na, seht ihr hier, ist doch die ganze... Die Schwestern halten Zwiesprache mit Dibella. Sie dürfen nicht gestört werden. Ihr müsst ein andermal wiederkommen. Ja, nee, ist klar. Ich komme aber kein anderes Mal wieder. Kann ich überhaupt rein? Allerheiligstes, Experte. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Sie ist ja die ganze Zeit hier. Wie soll ich denn das anstellen? Das geht doch gar nicht. Irgendwie... Na, lol, sie ist... Wenn sie da betet, sieht die mich gar nicht? Voll dumm. Okay, gut, dann machen wir das jetzt einfach mal so. Schnell Schloss knacken und schnell rein. Das hat die jetzt echt nicht bemerkt? Die muss ja ganz schön dumm sein. So... Ich habe nur Angst, dass jetzt hier irgendwer ist. Vielleicht aber auch nicht. Dibella, führt uns. Okay, ich habe gerade Stimmen gehört. Warte mal, habe ich noch einen Unsichtbarkeitstrank dabei oder habe ich die damals nicht alle aufgebraucht? Zaubertrank, Schnee, schade. Schleichen könnte ich verstärken, aber
Habe ich echt keinen Unsichtbarkeitstrank mehr dabei? Doch hier, Zaubertrank der dauerhaften Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit für 50 Sekunden, das muss reichen. Den trinke ich jetzt. So, bring die Stadt zu Degain, oder wie man den auch ausspricht. Gut, ich hab sie. Also jetzt ganz schnell hier raus. Oh oh. Nicht ansprechen, bitte. Okay, ist jetzt nichts gemerkt. Was soll das denn? Ich hab mich über den Tempel gewundert. Leider erlauben wir Männern keinen Zutritt zum Allerheiligsten. Ihr habt einen Fehler begangen und müsst dafür bestraft werden. Was ist die Strafe? Normalerweise ein schneller Tod. Zum Glück für euch sind andere Angelegenheiten dringender. Wir könnten ein Exempel statuieren, aber vielleicht gibt es für euch eine bessere Verwendung. Wozu ist das denn gut? Die von euch so grob unterbrochene Zeremonie war das hohe Protokoll des Orakels von Dibella. Ich erwarte nicht, dass ihr wisst, was das bedeutet. Es genügt wohl, wenn ich sage, dass wir unser Orakel kürzlich verloren haben. Durch das Protokoll haben wir gesehen, wo das nächste Orakel lebt. Im Norden, in einem kleinen, nah am Fels gebauten Dorf. Wenn ihr euch dorthin begebt und unser junges Orakel holt, wird euch eure Sünde vergeben werden. Ich werde Buße tun. Wo ist das Dorf? Wir glauben, dass Kartwasten der Ort in unserer Vision ist. Nun beeilt euch. Ihr müsst das Mädchen so bald wie möglich zum Tempel bringen. Gescheitert. Die haben mir die Stadt jetzt einfach mal weggenommen. Voll fies. So, begonnen das Herz von Dibella. Finde das künftige Orakel von Dibella. Springt dabei noch was für mich raus? Kennt ihr den Segen von Dibella? Er kann euch dabei helfen, Frauen den Hof zu machen, falls das euer Begehr ist. Oder ihr erhaltet Stärke, wenn ihr mal aneckt. Normalerweise wird er Männern nicht verliehen. Aber für das Geleit des Orakels könnten wir eine Ausnahme machen. Was ist ein Orakel? Das Orakel von Dibella verbringt ihr gesamtes Leben in direktem Austausch mit der Göttin. Von Kindesbeinen an bis zum Tag ihres Dahinscheidens ist sie eine Verbindung zur himmlischen Mutter. Durch ihre Träume erleben wir den Geist unserer Göttin. Wir haben in einer Vision erfahren, dass das nächste Orakel in einem Dorf im Norden lebt. Sie muss zum Tempel gebracht werden, damit ihr Träumen beginnen kann. Das Mädchen wird einfach seiner Familie entrissen? Das gilt als große Ehre für die Familie. Ihre Tochter wird niemals Not leiden und die Göttin segnet sie mit einer reichen Belohnung. Weshalb die ganze Geheimniskrämerei? Wir ziehen es vor, den Tod des Orakels erst dann zu verkünden, wenn wir ein neues haben. Die Menschen sollen wissen, dass wir mit der Göttin in Verbindung stehen. Okay. So, ist das jetzt so geplant gewesen, dass das absichtlich fehlschlägt? Konnte man das gar nicht verhindern? Bis zum nächsten Mal. Das kommt mir jetzt gerade so vor, als wäre das Absicht gewesen, dass man entdeckt wird bei dem Diebstahl starte und dadurch die Quest, dass man die dann dadurch bekommt. Hier, das Herz von Dibella. Um die Priesterinnen von Dibella zu besänftigen, habe ich mich bereit erklärt, mich auf die Suche nach einem jungen Mädchen zu machen, ihrem nächsten Orakel. Der Prophezeiung zufolge lebt es im Dorf Kartwasten nördlich von Markart. Ziele findet das künftige Orakel von Dibella. Ja, weil irgendwie, das ist jetzt gerade, das stand jetzt fehlgeschlagen und dann Statue weg und so, irgendwie ist das jetzt absichtlich so gewesen. Ja, dann werden wir das jetzt mal als nächstes machen, hä? Das Herz von Dibella, ja warum denn nicht? Komm, machen wir das einfach mal. Ich war ja schon in Kartwasser. Das dürfte nicht so schwer sein, oder? Hoffe ich doch jetzt mal. Also ich hätte mir den Unsichtbarkeitstrank vielleicht auch sparen können, aber egal. Hm? Alles klar. Also dann geht es jetzt auf nach Kartwasten. Da war ich einmal nur ganz, ganz kurz, müssen wir in die Karte einsetzen. Lass uns wirklich was gemacht, habe ich da gar nicht mal. Und los. Das ist schon wieder...
ruhig bleiben. Ich meine, ich jedes Mal, wenn ich wohin reise, ist es jedes Mal Nacht. Schon mal aufgefallen, es ist so gut wie fast immer Nacht. Es sieht deswegen der Zeit immer so doof ausgeht. So. Also, das hier ist jetzt hier Kartwasten. Das ist eigentlich nur so ein kleines Dorf, mehr oder weniger. Wo finde ich jetzt hier das Orakel? Irgendwie habe ich jetzt gerade gar keinen Questpfeil mehr, oder habe ich das jetzt merkwürdig? Vielleicht muss ich mit irgendjemandem reden, vielleicht gleich mal mit ihm hier? Ihr seid nicht von hier und wir müssen nicht miteinander reden. Ich suche ein junges Mädchen, das hier in der Gegend wohnt. Verdammt, Mann, wollt ihr euren Sport mit uns treiben? Wovon redet ihr? Unsere Tochter Fiotra wurde von hier verschleppt. Die Abgeschworenen haben uns überfallen und sie haben nichts anderes angerührt, nur unser kleines Mädchen. Wohin haben sie sie gebracht? Es waren die Abgeschworenen vom Bruchturm. Die haben vorher noch nie viel Ärger gemacht. Was kümmert es euch? Eure Tochter ist das Orakel von Dibella. Sie? Wirklich? Das hätte ich mir nie träumen lassen. Dann brauchen wir sie natürlich in Markarth. Ich komme mit euch. So, befreie Fjorta aus der Gewalt der Abgeschworenen. Dort draußen ist es gefährlich. Ihr solltet bleiben. Ihr habt wahrscheinlich recht. Aber bitte beeilt euch. Wer weiß, was diese Bestien hier antun. Ja, es ist mir lieber, wenn er hier bleibt, nicht, dass er noch stirbt oder so. Also gleich mal den ersten Typen angekreuzt, war schon der richtige Enmon. Okay, der Bruchturm, wo ist der denn jetzt schon wieder? Ach da. Bruchturmschatz, da war ich sogar schon mal drin und das ist sogar schon abgeschlossen, aber jetzt wegen der Quest ist das nochmal erforderlich, dass ich da nochmal hingehe. Na, dann bitte, befreie Fjorta aus der Gewalt der Abgeschworenen. Ist also doch nicht so einfach, ich hasse diese Penner. Dämlichen, verdammten, dreckigen, abgeschworenen Missgeburten, die regen mich so auf. Ich weiß nicht, auf wen ich mehr gerade sauer bin. Auf die Abgeschworenen oder auf die Talmud. Die sind beide gleich schlimm. Oh mein Gott, da kommt gleich mal ein Verwüster. So, aber was macht der denn da? Achso, bist du eh schon tot. Verwüster der Abgeschworenen. Frechheit. So, warte mal, habe ich überhaupt eh das an, was ich anhaben sollte? Ja, Halskette der giftigen Blitze. Es ist gerade Flamme, starken Herzens. Das habe ich eigentlich doch eh alles an. Warum seid ihr denn schon wieder so scheiße stark? Und wer zur Hölle schießt hier auf mich? Ich werde euch töten. Nein, das willst du nicht. Ich gehe einfach rein. Ich kümmere mich mal. Da war ich hier nicht so... Was war das jetzt gerade? So aus wie ein Erdbeben. War ich hier nicht sogar schon mal wegen einer Dedra-Quest oder wegen irgendeiner Quest? Bin ich mir ein, war ich doch schon mal hier. Jetzt gehört ihr mir. Das glaube ich nicht. Immer groß die Klappe aufreißen und dann geschieht eh nichts. Dann sterben sowieso die und ich. Hey! Sag mal! Ins Hirn geschissen oder was? Einfach mal von hinten hier so mit dem Bogen. Was soll das? Das geht doch nicht. Kuckuck. Jetzt gehört ihr mir. Aber sag mal, wieso? Mann, die sind so scheiße stark, ich verstehe das nicht. Ich meine, gut, ich spiele jetzt auf Legendär schon die ganze Zeit, aber trotzdem. Das ist doch nicht nötig. Dass die so scheiße stark sind. Aber sind sie halt. Was war das? Das war ich. So, dann haben wir alles hier weggenommen von denen, was die eh nicht brauchen. So, hier oben auch. Ne, hier ist ja gar keiner. Aber da ist doch noch irgendwer. Er kennt mich schon überhaupt nicht aus hier. Was ist denn hier los? Oh Gott. So, was machen die denn da jetzt? Jetzt gehen die da auch noch rein unten und hey. So eine Frechheit. Wer zur Hölle, warum... Sind das... Das sieht aber aus, als wären das jetzt auch gerade... Das sind Talmor da unten, ha?
Okay, ne, die haben mich jetzt nicht mehr gesehen, die sind jetzt weg. Da haben wir mal Glück gehabt. Also jetzt suchen auch schon die Talmer hier nach mir, oder? Ich meine, gut, die suchen sogar immer mal wieder nach mir. Das hat damit jetzt, glaube ich, nichts zu tun, so ich muss noch weiter nach oben. Wo haben die jetzt nur versteckt? Wo haben die hingebracht? Ihr hättet nie... Schnauze! Kommt schon! Okay, jetzt kommt hier auch noch ein Frostadrenage angelatscht. Das ist euer Ende. Ich würde eher sagen, das ist dein Ende. So. Immer noch nicht genug. Noch mehr Abgeschworene hier vielleicht. Ich habe genug Heiltränke dabei. So schnell gehe ich nicht down. Kuckuck. Was war das? Alter, voll von hinten erstochen, die konnte überhaupt nichts machen. Plünderer Abgeschworenen. Aber jetzt nicht mehr. Zauberer eben Magika, geil. Doch, ich musste doch billig mir einmal hier einen Magier retten oder sowas. Und den dann irgendwie... So, na warte. Dornherz abgeschworen. Komm her. Ja, dein Todesschrei erfüllt mein Herz mit Freude. Alter, voll... voll aus der Brust... Oh mein Gott, jetzt könnte ich gerade klotzen. Der Mann hat das Herz voll aus der Brust rausgerissen, ist das ekelhaft. So, da ist sie. Moment mal, du bist ja wirklich noch ein Kind. Ich dachte, das wäre vielleicht ein erwachsenes junges Mädchen, aber das ist ja wirklich noch ein kleines Kind hier. Vor allem ist auch voll offen. Die steht einfach drin, die Tür ist offen, weil ich da schon mal den einen Typen rausgelassen habe. Was soll's? Gehört ihr zu denen? Bitte tut mir nicht weh. Ich bin hier, um euch zum Tempel im Marker zu bringen. Dann stimmt es also, was sie gesagt haben? Ich bin von den Göttern berührt? Ihr werdet das Orakel von Dibella sein. Ich habe Geschichten über die Wunder des großen Tempels in Markart gehört. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich ihn einmal sehen darf. Es ist mir eine Ehre, dafür auserkoren zu sein. Bitte, nach euch. Ja? Ich bringe euch das Orakel. Ihr habt sie gefunden? Ich kann es gar nicht glauben. Das Mädchen soll mitkommen, dann können wir mit ihrer Vorbereitung beginnen. Ich benachrichtige ihre Familie, dass sie in guten Händen ist. Ihr habt den Segen von Dibella wirklich verdient, Kind. Fallt vor ihrem Altar nieder, dann erhaltet ihr ein Geschenk von ihr.
Nun kommt mit, Kind. Wir bereiten euch auf die Anwesenheit der Göttin vor. Ihr braucht etwas? Nee, eigentlich nicht. Wollte eigentlich gucken, ob hier noch was passiert, aber irgendwie passiert hier doch nichts. Ach schade, ich hätte gedacht, wir können irgendwie noch ein Gespräch mit anhören, wo die jetzt irgendwie eingeweiht wird oder so, aber ja, dann halt nicht. Dann bitten wir noch am Altar und dann ist vorbei. Dann ist die Quest abgeschlossen. Na gut, dass sie unversehrt ist, dass ihr nichts geschehen ist. Diese Abgeschworenen, die sind nicht nur Mörder, die sind sogar... Sie entführen sogar kleine Kinder, echt mal. Das sind so richtige Kinderverzahrer, das gibt's ja nicht. Das ist ja nicht normal, ne? Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Also hier, Moment, hier, das ist ja hier. Kraft von Dibella hinzugefügt und die Quest ist abgeschlossen. So, das klingt für mich jetzt wie ein dauerhafter magischer Effekt. Was kann das? Wo ist denn das jetzt? Hier, Kraft von Dibella. Du bewirkst 10% mehr Nahkampfschaden beim anderen Geschlecht. Na, das ist aber auch mal eine interessante Fähigkeit. 10% mehr Nahkampfschaden beim anderen Geschlecht. Also wenn ich jetzt gegen weibliche Gegner kämpfe, dann mache ich denen 10% mehr Nahkampfschaden. Ordentlich schlecht. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Na gut, ich habe auch hier Schlangenblut, ne? 15% Giftresistenz. Bei den Perks habe ich mir das genommen, mal schon für etwas längere Zeit bei der Alchemie. Mühelose Wucht. Talos-Segen, hier sind deren Glück. Also das ist alles aktive Effekte. Bei mir sind alles aktive Effekte, das ist Hammer. Okay, ein geiles Feature hier, so sage ich jetzt mal, eine geile Belohnung. Und ja, bin froh, dass es ihr jetzt hier gut geht. Na dann viel Spaß noch mit deinem Leben als Orakel. Ich werde jetzt hier mal wieder mich verschüssen. Freunde wie ihr sind schwer zu finden und ich schätze sie sehr. Ah, jetzt auf einmal bin ich dein Freund, oder warten vorher irgendwie nicht. Naja. Gut, aber das hat sich der Diebstahl mit der Stadt hat sich jetzt erübrigt. Also der Typ wird die jetzt nicht mehr bekommen, hat er Pech gehabt. Das war ja sowieso nicht in Ordnung. Ich meine, das ist, Diebstahl und so. Ich meine, wir sind nicht bei der Diebesgilde. Boah, jetzt ist hier sogar der Wasserfall ist so orange wegen dem Feuer davor. Das sieht auch geil aus. Das ist ein Zwergenschild, oder? Aber es scheint noch mehr als das zu sein. Ja, ja, der Zauberbrecher ist ein besonderer Zwergenschild, das hast du gut erkannt. Gut, Leute, eine weitere Quest, die ich erst frisch bekommen hatte und jetzt schon wieder geschafft ist, ist jetzt... Das Schrein von Talos hier unten? Oh Gott, was es hier noch alles gibt. Ne, Leute, ich... Können wir mal kurz warten, dass es wieder Tag wird, dann würde ich jetzt gerne mal den Part beenden. Und dann... Schau ich mal, was ich im nächsten Mal mache. Vielleicht fange ich da jetzt mal an mit dieser verschollenen Expedition. Mal gucken. Oder ich töte erstmal diese Banditenanführer. Werde ich dann ganz spontan entscheiden. Gibt da noch so viel zu tun. Ah, seht ihr das an? Das ist so eine wunderschöne Stadt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das ist so... Oh, und hier scheint auch noch die Sonne so schön rein. Hier so... Das ist einfach nur geil.
Das ist einfach super. Also hier gefällt es mir total. Die könnte ich theoretisch auch wirklich gut leben, wenn die Abgeschworenen nicht wären. Und diese Silberblutfamilie, die ist ja auch nicht gerade so mein Fall. Aber da gibt es ja auch noch eine eigene Quest, hier die Verschwörung der Abgeschworenen. Ich habe eine Nachricht von einem gewissen Eltris aus Markert erhalten, der möchte mich am Schrein von Talos treffen. Wahrscheinlich geht es um den Mord, der sich kürzlich auf dem Markt von Markert zugedrängt hat. Gut, kürzlich ist es jetzt schon etwas länger her, aber egal. Das werden wir dann auch noch immer machen. Alles zu seiner Zeit. Also, bis zum nächsten Mal in Markart bei Skyrim. Ciao Leute, danke fürs Zugucken.